Heute stehe ich in der Fußgängerzone in Stuttgart. Sie sehen es an den Bildern, diese Königstraße. Und neben mir steht auch etwas, nämlich ein Auto, ein kleiner Elektroauto, ein Twizy. Und auf diesem Elektroauto steht eben Seelsorge auf Facebook groß plakatiert. Mit diesem Auto stehen wir hier und versuchen natürlich, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. So habe ich mit verschiedenen gesprochen und eben auch mit dieser Frau. Aber wie kann man denn heute so junge Menschen oder Menschen überhaupt erreichen? Indem man eigentlich selber sich nicht so schrullig benimmt. Dieses künstliche, fromme Gespräch, wissen Sie, was ich meine? Dieses Frömmeln, was ja viele Pastoren und so auch an sich haben, das stößt ja ab. Diese Frau sagt ganz deutlich auch, als Einstieg ja, wie soll ein Priester sein? Für sie ist es wichtig auch zu sagen, dass ein Priester eben auf Menschen zuzugehen hat, dass er lebendig sein soll, dass er nicht so abgehoben sein soll. Sie hat bei diesem Gespräch eben sehr deutlich auch dieses Priesterbild betont und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Über so ein Auto und über das, was wir hier stehen und fragen, kommt man sehr schnell mit Leuten ins Gespräch, mit ganz verschiedenen Leuten ins Gespräch, die auch auf verschiedene Themen hinaus dann gehen und die verschiedene Themen auch in den Mittelpunkt dieses Gespräches stellen. Es ist schon interessant, wie sollen Priester sein? Haben Sie darüber schon diskutiert am Stammtisch oder in Ihrer Familie oder irgendwo in Ihrer Pfarrei? Diskutieren Sie doch mal darüber, wie sollte ein Priester sein, der Menschen erreicht, der Seelsorger ist? Wie sollte er aktiv sein? Vielleicht das mal heute oder in den nächsten Tagen. Ihnen allen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.